Hallo rüber, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Wir sind immer noch bei Micros, natürlich. Hier haben wir 2, 5, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, aber diesmal nicht so einen coolen Anfang, so wie im letzten Part. Weil hier haben wir eine 3. Das ist die 2, 3, 1, 2. So, weg. 1, zack, 1, 2. Haben wir schon mal die 1 hier, okay. Da ist eine 4, da ist eine 4. Hier unten ist eine 2. Das hier unten ist eine 1. Das hier muss eine 2 sein. Hier die 3, okay. Das ist fertig, das ist hier die 3. Hier kommt die 2 irgendwie noch hin. Hier haben wir die 2 fertig, lul. Hier die 2 und 3. Irgendwie. 1. Die 2 fertig, hier die 2 fertig. Das ist eine 2. Die zweite 2. Hier 2 dreien. Das ist doch 1, schöne Sache. Das weg. 1 und 1. 1, zack. So. Das ist eine 4. 3, 2, 2, 1, 5. Ah, wer entsteht denn da, Leute, ne? Erkennt das langsam? Müsstet ihr, ne? Da entsteht unser lieber Link. Unser lieber, lieber Link entsteht dort. So, das weg. 3, 3, zack, 4, zack. Hier weg, eine 2. Das fertig, hier eine 4, hier eine 4. 4, 3, 1, 3. 3, 1, 2. Link haben wir gleich fertig, Leute. Link haben wir gleich fertig. Seid ihr schon gespannt auf das Endergebnis, was das Bild zeigen wird? Ich meine, die meisten können sich jetzt wahrscheinlich schon denken, was das sein wird, so. Aber, ja, immer wieder cool, dann im Endeffekt zu sehen, wie es aussieht, was dabei rauskommt. 3, 2... Das ist auch eine 3. Kommt hier die 1 hin. Dann haben wir die 8 fertig. Hier haben wir eine 1. Dann ist das auch noch eine 1. Dann haben wir hier nochmal eine 8. Eine 2, 1. 2, zack. 1, 2, 3. Oh. 6, 2, zack. Die 8. Und die 2 hier. 6 irgendwie. Die 5 irgendwie. Ja, auch die 5 irgendwie, die 4 irgendwie. Hier die 4, die 5 fertig, die 3 fertig, die 5 fertig. Das fertig. Das fertig. Achso, zack. 6, 2, 1. 1, 1. 2. Und 1. Link, wie er kämpft. Oder sich verteidigt er. Momentan noch. So, haben wir hier 4 und 3 irgendwie. 1, okay. Machen wir erstmal hier weiter. 5, zack, 1, 2, 3. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Zack, 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 zack. So, zack, zack. Jung, alles weg. Die 4 haben wir fertig. 2 haben wir fertig. Die 8 haben wir fertig, okay. Haben wir hier eine 1, hier die 5 fertig und die 3 hier unten. Hier und hier die 3. Zack. Hier eine 2, hier eine 2. 1, 2. 3.
irgendwie. Achso, okay. Schön. Zwei. Fertig. Zwei. Fünf. Das kommt weg. Fünf. Irgendwie eine vier. Das ist weg. Das kommt weg. Drei. Hier die 3 und hier die 2. Okay, nur noch ein Teil von Link. Oder ist Link schon komplett? Ich weiß es nicht genau. Doch, es scheint schon komplett zu sein. Machen wir hier weiter. Das ist eine 6. Hier ist eine 6. Das ist eine 2. Zack, 1, 2, 3. Zack, 1, 2. Das passt nicht anders. 2, 3, 4, 5. So. Wie eine 2. Ja, muss eine 2 sein. Hier die 2. Hier die 4. Hier die 3. Alles klar, das ist eine 3. Eine lange 3. So, und das alles weg. Hier haben wir eine 3. Hier eine 5 irgendwie. Das weg. Eine 2 mehr. Zack. Die 2, 3, 2, 1, 2, weg. Jetzt habe ich hier eine 2, das heißt hier haben die 6. 5, 4, zack, 2, 3, hier die 6, hier eine 2, hier eine 5, hier die 1 und die 5. Und zack. Sehr nice. Leute, es entsteht. Es sind nicht mehr viele Level, sag ich mal, die wir machen müssen. 8. Und 1. 7 und 2. Das ist die 1, das ist die 3. 4, 5. 7. So, 3, 2, 2, so, hier unten auch noch wegixen. Oh, hier haben wir 2, 3, zack, hier noch irgendwie eine 5, hier haben wir die 5, und weg, 3, hier 5 auch, okay, hier die 7, noch eine 3 und eine 1, die 5, die 4, die 6 irgendwie. Hier unten eine 2. Hier ist fertig. Hier die 2. Die 5. Die 6. 2. Und 1. Ach ja. Habt ihr nicht gehört? Ich muss einmal kurz. Okay, Moment. Ich trinke gleich was. Njaum. So. Zack, zack. Zack. Das war schwer, Leute. Das war sehr, sehr schwer. Tatsächlich, also dass ich das geschafft habe, wundert mich. So. Sorry, ich muss einmal kurz was trinken. Mein Mund war completely broken. 3, 2, 3, 4, 7, 8, 1, weg, 2, 3, hier noch eine 1 zwischen, dann wird das voll, hier noch 3 Einsen zwischen. Und das voll. Hier noch 2 Einsen hin. Hier noch 2 Einsen. Hier noch eine. Hier noch eine. Und hier noch eine. Nice. Ach ja, manche Level hier sind halt echt noch sehr einfach. Xe. X. X. 7? Ne, 7 gibt es hier.
gesagt. Hier kann noch ein X und hier noch ein X. Und hier noch X. Und hier noch ein Punkt hin. Hier kann X. Hier muss die 3 sein. Hier muss die 3 sein. Hier die 4. Hier 3. Die 7, die 8, die 5. Zack. 5, 4. Zack, 1, 4, 1, 1, 2, 3 ist fertig, 3 ist fertig, 3 ist fertig, 4, 1 und 1 und 1 und 1. So ein schönes Kreuz da unten noch. Okay, eine 9, eine 8, eine 9, eine 8, eine 7. Die Reihe haben wir komplett fertig. Das haben wir fertig, das haben wir fertig. Zack. Die Reihe auch schon komplett. 2, 1, 2, 1. 4. 2. 1, 4. Das ist eine mal so. Hier kommen keine 2 mehr hin. Also zack. 2. 1, 4. 3. Zack, achso, 2, 3. Zack, weg. Weg, 2, 1, 4, 1. Manche, ne? Manchen denkst du dir so, oha, das ist jetzt schwer. Bei manchen denkst du dir so, oha, das ist ganz schön einfach. Zack. So. So. Das ist 8 und 1. Das ist 7 und 1. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, doch bis hier. 2, 2, 3, 6. Zwei. Drei weg. Hier. Jung. Hier die 4. 5. Da oben ist eine 2. Hier ist noch eine 5. Hier noch die 7. Zack. Zack. 3. 9. 9. Ach Gottchen, Leute. Ach Gottchen. Der hier und der nächste Part, schätze ich mal noch. 6, 1, 1, 1, 1, 1. 1. 6. So. Der hier und der nächste Part, schätze ich noch. Dann sind wir mit Picross durch. Dann stehen neue Projekte an, Leute. Seid ihr schon gespannt? Freut ihr euch schon drauf, was so als nächstes noch ansteht? Wird ja jetzt ein bisschen was geändert auf meinem Kanal, ne? Was die Videos angeht, sag ich mal. Wird ja mehr geschnitten in den Videos jetzt. Also ich cutte ja mehr jetzt in den Videos. Zumindest versuche ich es im Picross jetzt noch nicht, weil ich weiß nicht, was ich im Picross wirklich cutten soll. Ich finde, da muss die ganze Entstehung von dem Picross schon mit rein. Deswegen da noch nicht. Und später in einigen Projekten, wo es halt nicht nötig ist zu cutten, sag ich mal, wird wahrscheinlich dann auch nicht gecuttet. Also von daher. Gibt's nicht immer was gecuttetes. Aber in vielen Spielen cutte ich ja jetzt mehr. Und will in manchen Projekten auch mehr cutten, so ein paar langweilige Stellen oder so rausschneiden, etc. Habe ich bei Böse Nachbarn ja auch gemacht. So die ganzen Versuche, die ich je gebraucht habe, immer um zu checken, so geht das Level und so weiter. Habe ich ja rausgecuttet und zwischendurch ein bisschen was vorgespult und so weiter. Das würde ich jetzt allgemein machen. Und so nicht mehr diese Start-Stop-Aufnahmen-Let's-Plays machen, sag ich mal. Obwohl ich da ja auch später schon
noch geschnitten habe, ein bisschen was. Also was ist, ne, nicht geschnitten, aber mir die Folge immer nochmal angeguckt. Dass ich da noch nicht mitgeschnitten habe, sag ich mal, wundert mich. Hätte ich eigentlich immer machen können. Das ist... Nee. Hier. What the fuck. Ja. Also ich hätte da allgemein schon anfangen können zu schneiden, aber ich wollte immer nicht. Ich dachte, das gehört irgendwie so zu den Standard-Let's Plays noch dazu, aber dann habe ich jetzt auch für mich selber gemerkt, bei vielen Spielen oder bei vielen Let's Playern, sag ich mal, die ich gucke, die auch noch diese Standard-Let's Plays machen, langweilt es mich des Todes, wenn so langweilige Stellen noch drin bleiben. Und 5 Milliarden Versuche noch mit drin in dem Spiel bleiben, in dem Let's Play. Das hatte ich jetzt gerade erst vor kurzem, sag ich mal. Ich habe dadurch aufgehört, das Projekt zu gucken, weil es mir zu doof wurde, tatsächlich. Von einem Let's Play von jemandem. Da wurde sehr, sehr viel gefailed. Und immer wieder alles nochmal neu machen müssen, so. Und das ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich halt gesagt habe, okay, ich spule die Parts vor, bis irgendwie, ne, irgendwas passiert ist oder irgendwas passiert. Und, ja, irgendwann war ich dann an dem Punkt, weil in den Parts nichts mehr passiert ist, also es ist nichts mehr passiert. Da war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, ich höre jetzt auf mit dem Let's Play zu gucken, weil mir das zu doof wird. Und... ja, hab seitdem jetzt auch die ganzen Folgen, die rauskamen, nicht mehr geguckt von dem Projekt. Und ich fail in vielen Situationen ja auch viel. Und manches, anfangs ist es noch witzig. So. Einiges. Aber so im Laufe der Zeit, je öfter man failt, desto langweiliger wird es auch für den Zuschauer. Es ist ja auch für mich ätzend, wenn ich viel faile, weil ich halt auch immer wieder alles neu machen muss. Ihr habt dann den Luxus, dass ihr das alles dann nicht sehen müsst, wenn ich es rausschneide. So, anfangs noch ein paar Fails oder so dabei haben, ist okay, ist cool, macht Spaß, ist witzig. Aber so auf Dauer, auf die Zeit gesehen, wird es dann auch, finde ich, für den Zuschauer sehr, sehr nervig. Daher, ne? Wow, okay, Moment. Was ixe ich da eigentlich noch? Ja. Da habe ich mich halt entschieden, sozusagen... nein, 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 nein! Unterbrechen. Nein, nein, nein. Beenden. Ja. Das hier. Schön, hier die Reihenfolge nehmen, die ich will. Wo war ich jetzt? Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr kacken. So, Punkt. Zack. Zack. Ups. So, 3, 2, 2, 2. Wow. Aber auch nur bei Projekten, wo es halt sich lohnt zu cutten. Ich habe ja jetzt noch Battleblock Theater am Laufen. Da schneide ich auch zwischendurch ein bisschen was raus. Da zum Beispiel haben wir später in der zweiten Welt, ist es jetzt glaube ich sogar, sehr, sehr viel bei dem einen Zeitlevel gefailed. Oder bei den Zeitleveln allgemein gefailed. 3, 4, 5, 6, 7. Und, ich hatte schon als Spieler keinen Bock mehr auf das Spiel gerade in dem Moment. Ich weiß nicht, wie man sich da als Zuschauer dann gefühlt hat. So, oder als Zuschauer fühlt in dem Moment. Weil das halt, das ist ja, also es ist halt auch echt ätzend anzusehen. Da bin ich froh, dass ich jetzt halt, dass ich das dann rausschneide und so. Da könnt ihr auch froh sein, weil das halt echt ätzend war. Und echt lang gedauert hat. Und ja, da schneide ich zum Beispiel so ein bisschen was, auch nicht viel, weil es da halt prinzipiell nicht viel zu schneiden gibt. Und ja, ich habe noch ein bisschen was anderes aufgenommen, so, wo ich überall ein bisschen schneiden kann. Freut euch wieder auf ein neues Zelda-Projekt. So, was es jetzt bald geben wird. Was denn noch? So ein bisschen... ja, da weiß ich noch nicht, ob ich das hochlade. Oder ob ich das schneide.
je nachdem, so von einem schönen alten Spiel, was man so mit mehreren zusammenspielt und so. Das heißt altes Spiel. Doch relativ alt. Ist schon nicht mehr so neu. Aber da muss ich mal gucken, wie oft wir das jetzt noch spielen, so, dass sich das lohnt, überhaupt zu schneiden und hochzuladen. Bisher habe ich davon noch nicht wirklich viel aufgenommen, noch nicht viel Brauchbares, sag ich mal, aufgenommen. Also das ist ja auch noch jetzt der Faktor so, dass ich halt, wenn ich was aufnehme, dass das ja auch brauchbar sein muss, so. Wenn ich jetzt diese Multiplayer-Spiele, sag ich mal, aufnehme, da kann es halt sein, dass da sehr viel Unbrauchbares dabei ist, leider. Und das ist, bin ich der Meinung, sogar der Fall. Bei dem Projekt, was ich jetzt gerade eben so ein bisschen angeteased habe. Aber dazu will ich jetzt auch nichts sagen. Also nicht, dass ich euch jetzt so falsche Hoffnungen mache oder so. Wisst ihr? Also von daher. Wir ziehen das jetzt übrigens durch mit dem Picross, Leute. Es sind nur noch diese vier Dinger hier. Und die dürften ja recht fix gehen. Also dafür jetzt nochmal einen neuen Part anzubrechen oder so. Komm, habt ihr halt ein bisschen längeren Part. Schadet ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Würde ich mal meinen. Jetzt haben wir hier, 7 hin. Ja? Nee. Wurde ich gerade gerufen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt drin lasse einfach. Lass ich das drin? Ich glaube, ich lasse es einfach eiskalt drin. Um das nochmal zu untermauern. So Cutten und so, dass ich hier nicht cutte. Einfach so. Das sind 2 in 1. 1 und 3. Zack. Zack. Hier noch die 5. Hier noch die 7. Zack. Hier muss die 2 hin und hier ist irgendwie die 6. Hier ist die 2. Hier muss nur 1 hin. Zack. Zack. 2. 4. 1. Zack. Ein kleiner längerer Part, Leute, ne? Aber stört ja nicht. Dann habe ich jetzt. Wow, dann haben wir noch 2 Parts jetzt Picross und dann muss ich schon anfangen, die neuen Projekte hochzuladen. Beziehungsweise das eine neue Projekt jetzt. So. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt als erstes hochlade. So, ich will halt auch so ein bisschen mehr random Stuff hochladen, sag ich mal. 5, 6, 7. So. So ein paar kleine Mini-Games, die mir halt so im Kopf rumschweben. Die man einfach mal so ein bisschen anzockt mit ein paar Freunden. Davon will ich halt ein bisschen mehr, sag ich mal, hochladen oder mehr machen. Ja doch, eigentlich schon. Mehr hochladen. Zack. 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 Aber ich weiß noch nicht, inwiefern ich da jetzt viel machen werde und viel hochladen werde von. Weil ich halt auch nicht viele Spiele habe, wo ich jetzt einfach mal so Bock drauf habe, die zu zocken. Ne? Ich weiß noch nicht, was ich jetzt alles so im Laufe der Zeit auf dem Kanal ändere. Also ich will halt immer noch so meine Projekte am Laufen haben, meine richtigen Let's Plays so, die ich habe. Immer so 1-2 Spiele oder so, die ich ganz gern täglich bringen wollen würde. Und da dann so meine, ich sag jetzt mal, Liste, die ich im Kopf habe, abarbeiten. An Games, die ich unbedingt noch verewigen möchte als Let's Play. Fünf, sechs, sieben, so. Hier noch die 4. So. Ja, gibt auf jeden Fall einiges, sag ich mal. Was ich noch im Kopf habe als Let's Play, was ich definitiv spielen würde. Ich habe ja auch die Liste. Ich weiß gar nicht, ob ich die unter. Nee, unter den Videos habe ich die gar nicht verlinkt. Muss ich auch mal anfangen, glaube ich. Jetzt ist hier, also bei Picross jetzt zu spät, das noch extra zu verlinken, so. Sag ich mal, ich habe ja immer so meine eine Beschreibung. Für jedes Projekt, so. Eine Standardbeschreibung. Ist halt einiges einfacher, so. Da sind alle wichtigen Dinge drin. Da stehen alle wichtigen Dinge, sag ich mal. Und reicht ja.
Warum dann immer für jedes Video so eine neue Beschreibung oder so? Das ist das gleiche Projekt, warum dann immer wieder eine neue Beschreibung hinzufügen oder so? Sehe ich keinen Sinn hinter. Sehe ich keinen Sinn. Zack, 5, 2, 5. So, also ja, es ist so eine Seite über B-Placed gemacht, einfach nur so ein FTP. FTP? Ich glaube FTP, ne? Server, den hat Bjarne für mich gemacht, ein Kumpel. Oder das allgemeine hat Bjarne für mich gemacht. Ich kenne mich mit FTP und so ein Shit alles gar nicht aus. Hat er gesagt, er macht das gerne. Und da ist eine Liste an Games. Oder mit Games, die ich bisher schon auf Twitch und auf YouTube bisher gespielt habe. Und ja, da sind auch ganz viele Projekte noch drin, die ich unbedingt spielen wollen würde. Und die ich, beziehungsweise die ich spielen werde. Ich werde sie definitiv spielen, so viel ist sicher. Nur wann weiß ich halt noch nicht. Es ist immer unterschiedlich, beziehungsweise immer. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Yeah. Wenn du jetzt deine Gesamtzeiten angezeigt, wenn du Rekorde verbesserst, schlägt sich das auch in diesen Zeiten nieder. Versuche jedes Rätsel so schnell wie möglich abzuschließen. Oh, du hast ja alle Rätsel gelöst. Jetzt gibt es nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Picross ist ein Spiel, das du immer wieder spielen kannst. Also hoffe ich, dass du weiterhin viel Spaß. Also hoffe ich, du hast weiterhin viel Spaß. Man sieht sich. Alles klar. Ah, okay, das sind so unsere Zeiten. Unter einer Stunde, 5 Stunden und 4 Stunden, schätzungsweise. Ja, Minuten ist es nicht. Okay. Ja. Also, ich habe da eine Liste mit vielen Projekten. Allen Projekten, die doch folgen werden. Nur wann, ist halt immer noch nicht, ist noch nicht hingeschrieben. Weil ich das immer so ausmache daran, wie viel Bock ich habe, das Spiel. Aber Leute, das war's mit Zelda Picross. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, so als kleines Zwischen-Chill-Projekt. So einfach nur, um es nebenbei laufen zu haben, sag ich mal, was anderes zu machen. So habe ich es damals bei dem Projekt gemacht, als ich es mir angeguckt habe bei jemandem. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Alle Parts. Wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut rein!